Im heutigen Video brauchen wir das, Kaffeebohnen, weil wir beschäftigen uns heute mit meinem Lieblingsgerät in der Küche, mit dem Einbau Kaffeeautomaten. Dabei viel Spaß! Herzlich willkommen beim neuen Video von Küche gut, alles gut. Ich bin Robert Gutzmann von Gutzmann Küchen hier aus Bautzen und mit meinem Team haben wir seit 2011 bereits über 1000 Kunden mit ihrer neuen Küche glücklich gemacht. Wir beginnen das heutige Video nicht mit dem Thema, um was es heute geht, sondern wir beginnen heute mit Fanpost. Und zwar haben uns die Tage Kunden besucht, die wir mit ihrer neuen Küche glücklich gemacht haben. Also sie sind wirklich sehr, sehr happy. Und da gab es eine Flasche Wein. Also wer mir was Gutes tun will, ne, ich trinke gerne trockenen Weißwein. Ne, dürfte mir gern als Fanpost zuschicken. Ich wollte natürlich, hier ist noch eine Karte dabei. Da habe ich noch nicht reingeguckt und die würde ich ganz gern mit euch aufmachen und gemeinsam mit euch lesen. Ich hoffe, das ist okay. So, bevor man die trinkt, muss man die kalt stellen. Aber wir haben ja einen Weinklimaschrank. Und da kann man die ja reintun und kühlen. Also wir haben schon mal eine wundervolle Blumenkarte. Und dann gucken wir mal, was unsere lieben Kunden geschrieben haben. So, also zumindest erstmal aktuell, Juni 2019. Sehr geehrter Herr Gutzmann, ein großes Lob und Dankeschön an das gesamte Team, von der Küchenplanung angefangen bis zur Küchenmontage. Möchten wir uns auf diesem Wege herzlichst bedanken. Mit freundlichen Grüßen, Familie. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei meinem Lieblingsgerät. Einmal anmachen, Aufheizphase. Ich habe übrigens geschummelt, das Gerät war vorher schon mal an. Weil ich trinke ja gerne und regelmäßig Kaffee. Nur in der jetzigen Jahreszeit nicht ganz so viel, weil das einfach auch mir als leidenschaftlicher Kaffeetrinker dann irgendwie ein Stück weit zu warm ist. Aber beim Gerät selber. Da kann man ja nicht nur Kaffee damit machen oder Kaffee quasi ziehen, sondern wir haben ja alle gängigen Kaffeespezialitäten zur Auswahl. Das heißt, wir können uns hier einen Espresso machen. Wir können ganz klassischen Kaffee bekommen, dann einen Pott-Kaffee, dann haben wir Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffeelatte, nur Milchschaum. Dann können wir uns auch heiße Milch machen, also den Kaffee komplett weglassen, für die Teetrinker heißes Wasser ziehen oder halt eben über die Kannfunktion dann eine komplette Kanne machen, wenn ich Gäste habe. Interessant von der Bedienung hier, ich kann quasi die verschiedenen Getränke wählen, habe extra nochmal verschiedene Menüeinstellungen, was die Pflege betrifft. Das Gerät erinnert mich auch regelmäßig dran, was ich zu reinigen habe und das ist dann entsprechend auch hinterlegt. Ne? Also wenn ich jetzt viel mit Milch gemacht habe, ist halt die Milchleitung zu spülen beziehungsweise die Milchleitung dann komplett zu reinigen. Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden und die Brüheinheit entfetten ist halt auch wichtig. Vom Aufbau her finde ich es persönlich sehr praktisch und auch pflegeleicht. Also zu Hause habe ich ein anderes Fabrikat verbaut in meiner Küche. Das lässt sich nicht so leicht bedienen und pflegen. Wir haben hier unsere unsere Tropfschale, wo das Restwasser bzw. vom Spülen dann das Wasser hier aufgefangen wird. Kann ich rausnehmen, entsprechend reinigen. Wir haben unseren Wassertank. Den habe ich schon mal gut gefüllt, weil ich will ja dann mit euch natürlich auch einen Kaffee trinken. Klar. Die Besonderheit bei dem Gerät, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wir haben es ja leider auch nicht, aber ich habe es halt bei der Bestellung gleich mit angegeben. Das Gerät hat noch neben dem Wassertank einen separaten Festwasseranschluss. Das heißt, für die viel Kaffeetrinker, so wie mich, kann man das bei der Planung dann berücksichtigen, dass dann halt, ich sage jetzt mal im Schrank hier, hinter dem Auszug macht man tiefenkürzten Auszug, macht man einen separaten Wasseranschluss. Das Gerät besitzt einen Panzerschlauch, das kann ich dann direkt dort anschließen und dann wird das Wasser entsprechend über den Festwasseranschluss in den Tank geleitet, wird der Tank immer regelmäßig neu befüllt und das Gerät kann dann entsprechend dort das Wasser ziehen, so wie das halt normal halt auch gewohnt ist. Dann ganz wichtig,
unser Bohnenbehälter, wo die Bohnen Platz finden, ist natürlich auch ganz wichtig, Einstellung Mahlwerk, wichtig, welche Bohne ihr verwendet. Also wir hatten vorher hier ein anderes Gerät verbaut, da ist schon mal ein Unterschied, weil das Mahlwerk und halt auch der Druck, wie das Wasser dann quasi durch den gemahlenen Kaffee gepresst wird, funktioniert ganz anders wie bei dem vorherigen Gerät. Heißt, wir haben geschmacklich eine deutliche Verbesserung. Wir haben im Endprodukt eine Qualitätssteigerung. Und mit der Bohne kann man dort entsprechend auch nochmal geschmacklich was rausholen. Dort ist die Empfehlung, dass ihr euch immer aus einer Rösterei holt, die ihr vor Ort habt. In jeder größeren Stadt gibt es eine eigene Rösterei. Und wir haben halt eine Kooperation hier im Haus mit einem italienischen Feinkostunternehmen. Und die beziehen aus einer Privatrösterei in Italien den Kaffee. Und die Italiener verstehen halt ein bisschen was von Kaffee, kann man den nie abstreiten. Und seitdem der italienische Kaffee bei uns in der Maschine drin ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist der Kaffeekonsum hier im Haus extrem gestiegen. Nicht nur bei uns hier selber, sondern halt auch bei unseren Kunden. Da wird ganz schnell mal eine Tasse mehr getrunken oder halt ein Spezialitätengetränk gewünscht, was dann entsprechend hergestellt wird. So. Kommen wir mal zurück zum Gerät. Dann noch der Behälter für die Reste. Der Kaffeesatzbehälter. Und hinter der Schale, hier sind normal die Reinigungspinsel drin und so. Haben wir aber, oder ich kann dann halt den Kaffeelöffel hinterlegen, weil hier ist das Fach fürs Pulver. Da kann ich halt auch bereits gemahlenen Kaffee verwenden. Also ich muss nicht immer die frische Bohne nehmen. Behälter wieder rein. Zugemacht. Und jetzt habe ich das Fach aufgemacht gehabt. Ist klar, nein, ich möchte keinen Pulverkaffee haben. Eine weitere Besonderheit vom Gerät ist, dass wir jetzt mal einen Espresso machen. Das ist aber nicht die Besonderheit, sondern der Ausguss, der bewegt sich nämlich. Das heißt, ich kann so eine kleine Espresso-Tasse drunter stellen. Dann kommt der Ausguss so weit wie möglich nach unten gefahren. Was halt dann den Vorteil hat, dass es hier ringsrum nie so sehr rumspritzt. Also es spritzt schon, ist ja klar, wenn das halt, weil es ja mit hohem Druck durchgepresst wird. Aber das verhindert halt eben entsprechend und ist automatisch. Also ich muss es halt nie per Hand runterziehen. Das wäre halt quasi das beim Espresso. Das packen wir mal hier rüber. Und dann haben wir einen Milchbehälter. Da packen wir jetzt mal Milch rein. Was ich halt sehr schön finde, dass der Milchbehälter aus Glas ist. Also ist kein Kunststoff oder so, schön Glas. Einloggen. Dann können wir einen Cappuccino machen oder einen Latte Macchiato. Na, und jetzt sieht man halt schon, also zum Vergleich, die Tasse, da ist es schön runtergefahren. Das Latte Macchiato Glas ist jetzt halt entsprechend höher. Und da kommt der Ausguss gar nicht runtergefahren. Bleibt da oben an Ort und Stelle. Und jetzt kann man auch schön sehen, guck mal, wie der Latte Macchiato aufgebaut ist. Also er hat erstmal heiße Milch gebracht, dann hat er Milchschaum gebracht und jetzt setzt er den Espresso oben drauf. Und ich würde mal sagen, das sieht schon ziemlich professionell aus. So, du hast jetzt den Latte Macchiato gekostet. Bist du überhaupt nicht der Kaffeetrinker? Nee, gar nicht. Also ich trinke eigentlich nie Kaffee. Und doch, ich bin überzeugt. Also den würde sogar ich trinken. So, nachdem der Theodor jetzt seinen Latte Macchiato genossen hat und ich nebenbei den Espresso quasi vernichtet habe oder getrunken habe, muss ein bisschen seriös sein, ne, ist quasi noch die Frage aufgekommen, wo der Theodor die Bohne besorgen kann.
Das würde ich euch ganz einfach unten im Video in die Videobeschreibung den Link setzen zu Fudosada. Das ist quasi der Feinkosthandel. Die haben einen Online-Shop. Da könnt ihr euch den La Tazza d'Oro bestellen. Da habt ihr den auch zu Hause. Könnt ihr einfach mal kosten. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr den Kaffee findet, wie der Kaffee euch schmeckt. Das könnt ihr dann auch nochmal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Oder ihr kommt einfach mal zu mir ins Studio nach Bautzen und dann trinkt man gemeinsam einen Kaffee oder einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino oder für die Nicht-Kaffeetrinker einen Tee. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Kaffeegenießer seid, Daumen hoch. Die anderen Videos von uns, da habt ihr eine kleine Auswahl hier und hier. Und unseren Kanal könnt ihr kostenlos hier abonnieren über unser Gutsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ich bin euer Robert Gutsmann aus Bautzen und tschüss.